Angelique Kerber hat beim Grand Slam-Turnier in Wimbledon zum dritten Mal das Halbfinale erreicht. Die 30-Jährige gewann in der Runde der letzten 8 ein am Ende packendes Duell mit der Russin Daria Kasatkina 6:3, 7:5. Am Donnerstag spielt Kerber gegen Jelena Ostapenko, Lettland, Nummer 12 um den Einzug in ihr zweites Wimbledon-Endspiel nach 2016. Deutsches Finale im Wimbledon möglich. Damit ist auch ein deutsches Finale weiter möglich. Julia Görges Nummer 13, gewann am Dienstag ebenso ihr Viertelfinale gegen Kiki Bertens, Niederlande, Nummer 20. Zwei deutsche Halbfinalistinnen bei einem Grand Slam-Turnier hatte es in der 50-jährigen Geschichte des Profi-Tennis nur 1990 bei den Australian Open und 1993 bei den French Open gegeben. In Wimbledon war dies in 134 Jahren nur 1931 der Fall, als Cilly Ausam und Hilde Krawinkel später sogar das Endspiel bestritten. Ich habe ein enges Match erwartet. Ich wollte heute Punkt für Punkt spielen. Wir haben auf einem hohen Level gespielt. Es ist großartig, im Halbfinale zu stehen, sagte Kerber. Ich habe mich immer wieder gepusht, bis zum Ende. Gleich gehe ich erstmal ins Eisbad, Kerber höchstnotierte Spielerin im Turnier. Kerber, nach zahlreichen Favoritinnenstürzen als Nummer 11 die höchstnotierte Spielerin im Turnier, war am Vortag durch ein 6:3, 7:6 gegen Belinda Bencic, Schweiz ins Viertelfinale eingezogen. In den Runden zuvor hatte sie die ehemalige Wimbledon-Finalistin Vera Zvinareva, Russland, Juniorensiegerin Claire Liu, USA und die Japanerin Naomi Osaka, Nummer 18, ausgeschaltet. Für die ehemalige Weltranglistengäste ist es das zweite Major-Halbfinale nach den Australian Open im Januar. Gegen Kasatkina, gegen die sie zuletzt beim Vorbereitungsturnier in Eastbourne knapp gewonnen, von insgesamt 6 Duellen aber auch schon 3 verloren hatte, war Kerber zu Beginn die bessere Spielerin, wenngleich Kasatkina mit teils spektakuläreren Schlägen das Publikum verzückte. Daria Kasatkina packte sogar einen Wiener aus Urheberrecht Getty Images, während die Russin aber oft zu risikoreich agierte, verschlug Kerber kaum einen Ball. Bis zum Ende des ersten Satzes unterliefen ihr nur 2 vermeidbare Fehler gegenüber deren 13 bei Kasatkina. Die Russin schlug allerdings auch deutlich mehr Winner als Kerber. Kerbers abwartende Haltung zahlt sich aus. Auch im zweiten Durchgang zahlte sich Kerbers eher abwartende Haltung aus. Eine geduldige Defensivleistung mit Attacken in den entscheidenden Momenten genügte Kerber, um ihre Gegnerin selbst in der spannenden Schlussphase des Satzes in Schach zu halten. Über 10 Minuten lang dauerte dabei allein Kerbers letztes Aufschlagspiel, ehe sie ihren 7. Matchball nutzen konnte. Die erst 21-jährige Kasatkina packte bei der Abwehr der Matchbälle teils unfassbare Schläge aus und zeigte, warum sie als zukünftige Nummer 1 gehandelt wird. Am Ende standen 33 Winner auf Seiten Kasatkinas, die sich aber auch 31 sogenannte Unforced Errors leistete. Bei Kerber wies die Bilanz 16 Gewinnschläge und 14 unerzwungene Fehler auf.